Oh, Nomen est Omen, eine solche Grundsteinlegung zu feiern, finde ich großartig. Der Faulbach heißt ja so, weil er von all den Gewässern, von denen unendlich viele Mühlen angetrieben wurden, der faulste war. Er hat keine Mühlen angetrieben, aber das wird jetzt anders. Neue Arbeit am Faulbach, ein wunderbares Motto. Man denkt, das passt sich zusammen. Es passt zusammen. Ich begrüße natürlich zunächst die Mitglieder des SSM, die hier sind. Ich begrüße die Politiker aus dem Rat, die da sind, ich will sie auch namentlich nennen, das ist Michael Petzold, der Vorsitzende des Sozialausschusses, der gleich auch reden wird, Martin Börschel, Serap Güler, Marion Häuser, Jörg Dädchen und, glaube ich, Rolf Ahlbach, wenn ich das richtig da esse. Frau Gärtner habe ich genannt. Nee, habe ich nicht genannt, aber Frau Gärtner ist auch da, genau da ist sie. Also herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und Sie werden ja in der Zukunft mit dem Thema, dem Projekt und dem weiteren Ausbau, worüber wir noch reden werden, zu tun haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass solche Projekte funktionieren, zumal in Köln, es dauert lange, aber wir haben nun das Glück, dass es hier soweit ist, dass wir heute die Grundsteinlegung feiern können und es hier in relativ schneller Zeit ein Bau entstehen wird. Das wird im Einzelnen erläutert und zunächst bitte ich jetzt Rolf Stärk, den Vorsitzenden quasi der Sponsoren des SSM, Mach mit heißt der Verein, also er ist der Chefsponsor, könnte man sagen, und in dieser Rolle auch ein Teil, hat er die Teil der Bauherrenschaft, und ich bitte nun Rolf Stärk ein wenig zu erläutern, was hier passieren wird. Ja, danke schön. Der Verein heißt Mach mit und ja, was machen wir denn eigentlich hier? Ich fange mal so an. In der letzten Zeit ist aus gegebenem Anlass sehr intensiv wieder die Rede von der Agenda 2010. Das Motto Fördern und Fordern finde ich ziemlich einleuchtend. Es gab einen kleinen Webfehler bei dieser Agenda. Man hat nämlich eine sehr große Zahl von Menschen gefordert und eine doch recht begrenzte Zahl von Unternehmern gefördert. Wir machen das, beziehungsweise der SSM macht das seit über 30 Jahren mit unserer Begleitung völlig anders. Hier fördern und fordern die Menschen sich gegenseitig. Gefordert wird, keine Sozialhilfe, keine öffentlichen Mittel in Anspruch zu nehmen. Stattdessen wirtschaftet und arbeitet man gemeinsam für den eigenen Lebensunterhalt, für das eigene Wohnen, für die eigene Unterkunft. Und das Ganze führt dazu, dass Menschen, die bisher sich von der öffentlichen Hand haben aushalten lassen müssen, nunmehr in eine Situation kommen, in der sie lernen und erfahren, dass sie durchaus in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen und für andere zu sorgen. Das Ganze aus der eigenen Arbeit heraus, in einer Gemeinschaft, in der die früher erfahrene Herabsetzung und Missachtung einem Gefühl weicht, dass da Selbstbewusstsein heißt, Hilfsbereitschaft und gegenseitige Solidarität. Jetzt kann man uns natürlich fragen, ja, wenn die alles alleine schaffen, warum brauchen die denn dann noch Förderung, warum brauchen sie Spenden, warum brauchen sie hier und da Hilfe? Ein Unternehmer würde sagen, das operative Geschäft, das Wohnen, das Arbeiten, das Geld verdienen, das Wohnungen ausbauen, das schaffen sie alleine. Aber dauerhafte Investitionen, die Anschaffung neuer LKWs, das Bauen von Wohnungen, der Bau dieser Halle, das alles kann nicht nur aus eigener Kraft geschehen. Wir sind deswegen auf Spenden angewiesen, die bekommen wir auch. Wir sind auch darauf angewiesen, eine Kooperation mit der Stadt einzugehen. Nur zur Erinnerung, die Stadt wendet für die Unterbringung eines Wohnungslosen täglich 30 Euro auf. Wir machen das für einen winzigen Bruchteil dieser Summe. Darüber hinaus aber ersparen wir alle Sozialabgaben und wir ersparen alle Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, alle Integrationsmaßnahmen, all das machen wir hier und
machen der Stadt ein Angebot, nämlich in einem bestimmten Rahmen, der vertraglich festgelegt ist, über ein Belegungsrecht, das nicht anders bezahlt sein soll als zum Beispiel bei der GAG, hier mitzuhelfen, eine Situation zu schaffen, die für beide Seiten eigentlich nur als eine Win-Win-Situation begriffen werden kann. Hier wird eine Halle entstehen, da werden Möbel verkauft, da werden Arbeitsplätze geschaffen und über der Halle werden Wohnungen für Menschen geschaffen, die hier ihre Arbeit finden. Es wird noch weitergehen. Wir werden auch noch ein Café dort drüben an der Rheinseite errichten, um auch dort Arbeitsplätze zu schaffen. Zusammen mit den kulturellen Veranstaltungen, die zum Leben eben nun auch einmal dazugehören. So, das Ganze soll nach Möglichkeit natürlich, da die Grundsteinlegung ja nur der physische Beginn einer Maßnahme ist, auch vom Ende her betrachtet sein. Und wir hoffen, dass wir es schaffen, noch im Mai diesen Jahres Richtfest feiern zu können. Und ich meine, verglichen, sagen wir mal, mit der Kölner Oper, lässt sich das doch wohl sehen, oder? Zurück an Martin Stankowski. Einfach die Hand aufhalten und um Geld betteln, sondern wir bieten der Stadt ein Geschäft an. Nämlich wir bringen die Leute unter, wir ersparen der Stadt die Sozialhilfeleistungen und wir integrieren die Leute in Arbeit hinein. Das ist so viel Geld, dass der Staat erspart bleibt, dass es sich für sie lohnen muss, in jedem Fall eine Vereinbarung mit einem Belegungsrecht zu verbinden. Vielen Dank noch zu den Ausführungen. Das war quasi die Erläuterung des Bauherrn. Nun,